So, hallo, hier ist Dr. Du. Ich wollte euch etwas Neues zeigen für meine Kamera. Und zwar kennt ihr ja schon diesen Cuff hier, das Wrist Strap. Das hatte ich ja bestellt mal vom Peak Design. Da bin ich ja sehr begeistert von. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so in Erinnerung habt. Diese Verschlusstechnik, da kann man hier so drücken und dann hat man ganz schnell den Gurt ab. Und zwar war das hier die Technik, dass man das hier so durchsteckt. Dann hat man die Kamera praktisch hier so am Band und kann sie sicher hier halten. Die liegt ja so sehr gut in der Hand und fällt sie halt nicht runter. Mir war das aber immer zu weit weg. So, jetzt kommt das Neue, was ich gerade bekommen habe als Pre-Seller. So, und das ist der Clutch. Das ist dies. Und das Problem war immer bei den Kameras, für diese Systemkamera, die ja recht klein ist, da hätte man hier unten ein großes Teil festschrauben müssen, um dann diesen Gurt, und der Gurt war oft auch zu groß. So, und das ist jetzt alles ein bisschen filigraner gelöst. So, jetzt gucken wir uns mal den Clutch hier an. Kamera Hand Strap von der Firma Peak Design. Das kann man so schön aufklappen und da seht ihr, was das alles so beinhaltet. Das heißt, wir haben hier den Gurt mit diesem Schnellverschluss hier, das ist ja das Neue, dann das Peak Design Verschlussprinzip und ein AK Adapter hier, gleichzeitig ein Schnellverschluss fürs Stativ und wo ihr den Strap hier entsprechend festmacht. Und dann kann man das Ganze praktisch so um die Hand legen. Ich drehe das nochmal um und dann praktisch hier gleich als Stativ benutzen, wenn ihr das seht. Dann haben wir hier den Dings und hier wird er festgemacht. So, jetzt packen wir das Ganze mal aus. Ein Beutel ist auch noch dabei. Da gucken wir mal, was in dem Beutel ist. Ein Imbusschlüssel. Ein Quick Setup. So, gucken wir uns das Ganze hier mal von der Qualität her an. Ja, das sieht gut aus. Schön flexibel hier. So, das schrauben wir jetzt unter die Kamera. So, mal hingucken hier. Der sitzt super. Super fest. So, und das ist jetzt praktisch dann das untere Teil. Den müssen wir mal eben abmachen hier. Schupp, ihr seht schon, wie einfach das alles geht. Mal den hier unten raus. So, jetzt kommt der kleine Halter hier oben durch. Und man sieht, der passt gar nicht richtig. Oh, das ist natürlich schlecht. Der passt. So, also auch bei der Sony Next Kamera klappt das. Ihr seht hier, das ist so ein bisschen jetzt geknautscht. Aber das hält und das ist kein Problem. Und das ist hier dieser tolle Verschluss, den wollte ich euch mal zeigen. Das ist auch eine schöne Verarbeitung. Hier mit so einer Klammer. Und dann könnt ihr das hier entsprechend... Ja, das ist natürlich extra mit dem Haken so gemacht, dass es nicht so einfach hier rausgeht. Also ihr müsst das hier dann praktisch raushebeln und diese Klammer zurückmachen, damit das raus kann. So, und jetzt kann man das Ganze praktisch hier unten dann verbinden. Erstmal um. Hier wieder so reinschieben. So, das heißt, hier unten haben wir ganz normal unseren Schuh. Jetzt hängt der Gurt hier so dran. So, und jetzt muss ich ja mit meiner Hand hier so ran. So, und das muss ich jetzt stramm ziehen. Und das soll jetzt ganz einfach gehen, indem ich hier ziehe. Ihr seht, das geht. Es ist natürlich die Sony Next, nicht eine Digitalkamera, also eine Spiegelreflexkamera. Digitalkamera ist natürlich falsch. So, dann ziehen wir das Ganze hier mal ein bisschen fester. So. Ja, aber ich würde die Schlaufe jetzt hier nicht hier vorne ran machen, sondern weiter hinten, dann ist das Gleichgewicht besser. So, also kippt die Kamera jetzt nach vorne. Also ich wechsle nochmal eben. Eben abmachen. Schwupp. Dann machen wir das Ganze hier wieder ran. Also ihr seht, das ist wunderbar einfach und schnell alles zu machen. Deswegen finde ich dieses Peak Design, die ganzen Sachen, klasse.
viel besser als andere Gerätschaften. So. So soll die Kamera optimal sitzen. Also sie hängt jetzt natürlich viel, viel dichter dran. Das ist viel besser als vorher. Aber er könnte noch ein bisschen strammer sein. Das heißt, ich ziehe jetzt hier einfach noch mal ein bisschen. Und um zu lösen, soll man das Ganze einfach so machen. Und ihr seht, das geht jetzt hier schon raus. Also das Lösen funktioniert wunderbar. Einfach hier hochziehen an dieser Metallklammer und festziehen ist hier wieder. Einfach dran ziehen. Und dann sitzt die Kamera bombenfest. Problem ist aber hier bei der Sony Nex. Deswegen ist es nicht so, tja, wie löse ich jetzt aus? Jetzt müsste ich mit dem Daumen auslösen, weil die Hand sitzt eigentlich zu fest dran. Ich kann jetzt hier nicht auslösen. Das ist halt dann doch eher wohl was für Spiegelreflexkameras, weil ich bin jetzt zu dicht hier dran. Ich komme nicht so und dann muss ich mit dem Daumen auslösen. Ich kann hier auch mit Menüführung nicht bedienen. Ja, das ist halt auch dann ein Problem. Das heißt, ich muss dann mit dem anderen Finger das machen oder mit dem Touchscreen hier. Weil man hängt hier natürlich so fest dran. Das heißt, Einstellungen hier mal eben schnell verändern. Auch gerade hier mit dem Rad, ISO mal eben und so weiter. Auch hier vorne die Tasten. Wenn ich jetzt die Kamera mal anmache. Wollen wir das mal gucken. Na gut, man kann hier so ein bisschen zur Seite gehen. Dann kann ich hier auf den Modus klicken. Ja, man kommt aber... Ja, es ist, man muss doch wieder raus, ne? Also das ist... Ja, weiß ich nicht, ob mir das so gefällt. Vorteil ist natürlich auch hier dieser AK-Schnellverschluss. Das heißt, ich brauche hier nichts abnehmen. Das hängt hier nach wie vor dran. Und ja, ich kann mal eben schnell hier auf dem Stativ die Kamera befestigen, ohne überhaupt irgendwas abnehmen zu müssen. Also das muss man ja sagen, das ist echt ein Vorteil. Hier den Kamerastrap. Und den habe ich jetzt praktisch wie folgt verbunden. Das heißt, hier außen. Jetzt habe ich mir hier unten zwei ran gemacht. Das heißt, dieser, den würde ich im inneren Bereich dann ja machen. Ich muss den wieder anmachen. Aber hier kann ich dann mit dem Kamerastrap direkt rangehen. Und ich kann das direkt in Stativ einspannen durch diese AK-Schnellverschlussvorrichtung. Und gerade auch bei der Sony Nex, dieses gummierte AK, die Wechselplatte hier, die sitzt sehr stabil und bewegt sich überhaupt nicht, was ja immer ein Problem ist bei der Sony Nex, weil das ja nicht bündig mit dem Gehäuse hier aufsitzt. Also super, kann ich dann nur sagen. So, jetzt wollte ich euch das nochmal zeigen. Ich habe das ein bisschen optimiert für die Sony Nex. Ich habe den Strap ein bisschen schmaler geschnitten. Dann rutscht der besser durch hier. Und dann funktioniert das Ganze auch so. Guckt, ihr könnt dann so machen und dann seid ihr viel flexibler. Und zum Festziehen, zack, zack. Und er ist wieder fest und ihr könnt die Kamera wirklich so halten. Also ich werde das ausprobieren. Das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Besser als der andere, als der Kaff, ist der Klatsch doch besser.